Also eher Möhrchen oder Beeren Ja. kochen. Gleich anpflanzen, aber nicht bei mir in der Bude, sondern außerhalb. Okay. Machen wir noch mal. Stonewall kannst du auch bauen. Ja, aber ist bestimmt teuer, ne? Stonewall. Nö, zwei Cutstones gerade mal. Aber ich glaube, da kommen auch noch vier so Abschnitte raus. Und du brauchst eine Alchemie-Engine dafür. Wooden Flooring, High Quality Laminat. Oh. Was ist das denn da? Mich gucken da ganz böse Augen an. In der Dunkelheit. Ach, da ist noch dunkel. Ja. Ich hab, so weiter. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Da waren so Augen. Schreck mal das Lagerfeuer wieder aufgepumpt, ey. Dann folg mir mal, Chester. Wo war das denn jetzt? Ah, da. Da ist Nebel, da will ich noch nicht hin. Chester, komm mal bitte. I'm making a monstrosity. Oh, ob ich das so gut finde. Mein Gehirn ist auf 68 runter. Wie das denn? Ich weiß es gerade nicht. Ob das daran lag, dass ich ein Grab ausgegraben habe? Oh wei, oh wei. Die das nicht mehr so gerne hat. Kann ich dir leider nicht sagen. Mir ist das auch ein bisschen spät aufgefallen, weil hier sind voll viele Gräber. So, man, wir haben ein bisschen Gras und Dingens sammeln. Diese kleinen Bäumchen. Obwohl, nee, ich wollte eigentlich was anderes gemacht haben, wenn man Dingens. Oder ob das daran lag, dass ich jetzt gerade diese komischen Augen gesehen habe. Aber dann frage ich mich, warum habe ich auf einmal diese Augen gesehen? Weil das Lagerfeuer so klein war? Ich bin gerade echt am Rätseln. Ich habe das Gefühl, dass das gerade nicht so gut für mich läuft. Krass, wir wissen jetzt auch nicht, wenn man das irgendwie wieder wegbekommt. Nee, wissen wir nicht. Also ich weiß, dass wenn man je nachdem, was man isst, man eben wieder... Apropos Essen, ich habe auch gar nichts mehr zum Essen. Ich glaube, das ist auch eher suboptimal.
Bitte? Ha? Ich hab grad so gesagt. Shoppen wir den mal weg. Also ich habe schon ganz viele Spinnennester jetzt kaputt gemacht. Ja, ich noch gar nicht. Ich habe noch nicht einmal geköpft. Na doch, die Nester, die ich gefunden habe, die mache ich ja noch direkt weg. Haben wir hier in der Mitte irgendwas zum Futtern? Bei mir vibriert auch irgendwie die ganze Umwelt gerade. Ich denke mal, dass das damit zusammenhängt, dass ich nur noch 58 oder 59 von diesem Hirnzeug habe. Okay. Das ist alles so leicht verschwommen und ich glaube, ich habe da auch gerade einen Geist gesehen, kann das? Tatsache, ey, da ist gerade ein Geist an mir vorbeigelaufen. Lol. Alter Falter, ey, was hier abgeht. Das wird ja immer mehr zum Horrorspiel hier. Die Gräber, die sind richtig am Zittern, am Vibrieren, wenn ich da so lang laufe. Richtig übel. Aber bei dir möchte ich gerade nicht sein. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich benutze mal besser den Weg, da bin ich ja viel schneller, ich Idiot. Ach ne, hier ist jetzt eh schon rum. Ich vergesse mal, dass man auf den Wegen schneller läuft. So. Und da habe ich sogar jetzt gerade noch einen Vogel gefangen. Perfekt. Scheiße, und der hat nichts zu fressen gegeben, sondern nur so eine doofe rote Feder. Ist ja geil. Ah, jetzt habe ich ja noch... Scheiße. Naja. Ich weiß, dass du Essen brauchst. Ich habe auch Essen besorgt. Hey, pick mir nicht meine Samen weg. Das sind meine. Ja, ich muss jetzt auch mal gleich wieder was essen. Oh ja, Vogel gefangen. So. Dann hier nochmal was. So, dann schnell kochen und essen. So, da sind wieder so Augen. Sein, dass sie irgendwie halluziniert, ne? Ja. Krasse Kiste, ey. Vielleicht ist das wirklich so dieser geistige Zustand. Aber ist noch gar nichts. Also ich habe 98 jetzt. War das wahrscheinlich echt, dass ich dieses scheiß Grabding... Also muss man aufpassen, was man macht. Ich sehe überall Augen. Das ist unglaublich, der guckt mich gerade Augen an, aus der Dunkelheit. Manche sehen irgendwie total nett aus und dann sind da jetzt ganz finstere. Okay. Und da sind jetzt richtig große. Habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe jetzt aber auch wieder Tag. Steckt noch mitten in der Nacht. Oh wei, Leute. Was mache ich denn mit dieser Tentakel? Ja, ich bin mir auch nicht sicher, was ich mit so einer dämlichen Tentakel machen kann. Ah, da sind wieder Saplings gewachsen. Das ist gut. Auch mal da rein. Okay. Wo gehe ich hin? Was mache ich? Also bei mir steht jetzt 1 bis 7. Ja, bei mir auch.
Wir müssen halt mal gucken, wie wir dann die Punkte aufteilen. Ja. Aber wir werden da schon ein System finden. Ich glaube, die halluziniert. Oha. Wie weit bist du runter? 58. Froschschenkel könnten vielleicht. Upsa, vielleicht helfen. Ja, muss mal schauen. Ich weiß es leider nicht. Ich bin doch Gott sei Dank. Uah, nicht. Da ist schon eine Ranke, habe ich mich gerade erschrocken. Hätte ich besser mal ein Fishing-Rod gebaut, wa? Ich laufe gerade durch den Sumpf. Das so gut ist. Oh oh. Nee, Sümpfe vermeide ich noch. Die sind mir ein bisschen. Also hier sind viele Spinnen-Spawner bei mir. Und sogar schon die ersten Level 2-Spawner sind da. Ja, das ist schon wieder eine Level 2 Spinne. Oh wei, oh wei, oh wei. Dann liegen denn hier einfach Steine rum? Ah, ein Bärenbusch. Ich nehme wohl mit. Eine Feder habe ich bekommen. Eine rote? Mhm. Habe ich auch schon ein paar von. Was bringen die? Kannst du irgendwas mit bauen? Ich glaube Fire Darts kannst du mit bauen. Boah, was liegt denn hier gerade rum? Wie geil ist das denn? Kann ich erstmal alles rausgraben. Na komm, nimm schon. Kling, kling. Bis auf wie viel erhöht sich denn dein Gehirn wieder? Ich bin jetzt bei 60 gerade. Aber ich habe gerade richtig viele Beerensträucher auf einen Fleck gefunden und auch Karotten. Die Schweine haben hier volle Plantagen und sowas, wie geil. Okay, jetzt habe ich mir gerade richtig viel Stuff besorgt. Das ist so ein Gubbel-Gubbel, aber die interessieren mich nicht. Ich habe mir richtig viel zu fressen jetzt gerade besorgt. Ah. Das bringe ich jetzt mal ganz schnell nach Hause. Bei mir dämmert es schon wieder. Nee, bei mir noch nicht. Ich hoffe, auf dem Weg bin ich relativ sicher. Ja, das ging eigentlich ganz gut. Ich doch wieder ein gutes Stück gegangen. Und irgendwie so weit vor. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Beerensträucher anpflanzen.